So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Beim letzten Mal haben wir die Halblingquartiere erfolgreich ausgeräumt, einen Goldschatz abgeräumt und außerdem, nanu, da sind ja immer noch welche, wo kommen denn die jetzt her? Und außerdem haben wir den Bauern das Essen gestohlen und es stattdessen selbst behalten. Da waren die natürlich nicht so erfreut drüber, haben uns auch gleich angegriffen. Wir haben sie dann halt töten müssen. Ich meine, was soll ich anderes machen? Ich meine, ich kann doch nicht da stehen bleiben und mich einfach abschlachten lassen. Das werdet ihr doch sicher verstehen. Oh nö, jetzt sind hier. Oh nee, Leute, komm, wir gehen. Nanu. Also so eine unfreundliche Gesellschaft möchte ich einfach nicht mehr sehen. Wir gehen jetzt. Anscheinend ist dieser Held Wilfried tatsächlich gewachsen. Vor allem in die Breite. Aber sein Musikgeschmack ist wirklich eine Schande. Ach, das da hinten ist Wilfried. Wilfried Wanz, der oberfette Halbling, da schwebt Gold in der Luft. Das hole ich mir mal eben noch schnell. Ich meine, wenn es da so schön schwebt, wäre doch schade drum. Da ist Wilfried. Und wie wir gehört haben, ist Wilfried ja ein Held. Keine Ahnung, was der Tolles gemacht hat. Wobei doch, wenn man zurückerinnert, Gnall hat uns doch erzählt, dass der letzte Haufen von Helden unseren Vorgänger auf dem Gewissen hat. Ich nehme jetzt mal an, dass Wilfried einer davon war. Das heißt, Wilfried und seine Gefährten waren dafür verantwortlich, dass unser Vorgänger draufgegangen ist. Also ich würde sagen, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Im Namen des Bösen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass dieses fette Schwabbelviech dafür bestraft wird. Aber da wieder ein großer Sa Raum ist hier, wird es dann natürlich wieder vor Halbling nur so wimmeln, fürchte ich mal. Und ich weiß nicht, ob unsere Truppe so gut ausgerüstet ist, aber naja. Müssen wir jetzt wohl durch. Oh ja, da vorne sind einige, da sind einige. Och, da vorne ist ein Streicher. Ach, ich hab's jetzt nicht so mit den Streichern, muss ich sagen. Sieht so aus, als ob Wilfried davonlaufen will. Nun ja, davon war's schon. Eure Schergen sind ganz verzaubert. Das ist schon beeindruckend. Vielleicht sollten wir ein wenig bleiben und mitfeiern. Ja, warum denn nicht? Oh, meine Füße, Meister. Ich kann nichts dagegen tun. Ruhe jetzt! Die Guten sterben oft zu jung. Wir werden, ihr könnt diesem Schmalzkübel es folgen, wenn ihr das Rad repariert habt. Jeder mit den Arschgeigen. Halt, ihr geblieben. Jungs, seid ihr noch hier? So, jetzt gilt's, Leute. Oh nein, das ist wieder eins von diesen Bing-Löchern. Jungs, hoch da! Hilfe! Eilt eurem Meister zu Hilfe! Danke sehr, Leute. So, wir müssen diese Bing-Löcher da verschließen. Nicht die Kürbisse, ihr Pfosten! Da oben ist noch. Wow, da ist noch mehr. Bleibt jetzt hier, Mensch. Manchmal muss man doch ein bisschen auf sie aufpassen. Aber es war ganz witzig, offensichtlich dadurch, dass wir den Geiger getötet haben,
haben wir unsere Schergen von den Musikbahn lösen können. Ja, Musik ist schon was Fesselndes. Oha, scheiße. Das sind hier echt viele. Rein da, rein da, rein da. Geht doch rein. Was soll denn der Scheiß? Seid ihr echt so blöd, da reinzugehen? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ja, und jetzt sind auch welche draufgegangen. Oh mein Gott, sind das viele, sind das viele. Mein Gott, sind das viele. Rein da. Rein da, zerstört es. Ihr geht mir auf die Nerven, ihr blöden Halblinge. Geht jetzt da rein. Danke, das war doch jetzt nicht allzu schwer, oder? So, da unten war aber immer noch dieses Loch, wo sie gerade zu blöd waren, reinzurennen. Oh, manchmal stellen die sich aber auch scheiße an. Jetzt erklär mir doch einmal einer die Schwierigkeit davon, in dieses Haus zu rennen. Was ich auch sehr stylisch finde, ist das Signalhorn. Wenn wir unsere Schergen zurückrufen, kann ich mal kurz zeigen. Fühlt man sich jedes Mal irgendwie an den Hamburger Hafen erinnert. Wollte doch sagen, Leute, einer kann die Rüstung doch sicher gebrauchen. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Jetzt könnt ihr von mir aus auch hier in die Häuser rein. Aber nicht während man sich im Kampf befindet. Es ist manchmal etwas schwierig, das zu managen. Wenn dann die Gegner da sind und man schickt die einfach nur drauf los, dann greifen die auch die Gegner an, aber halt auch das Hühnchen. Und dann machen sie manchmal was völlig anderes, da muss man immer den Gegner anvisieren. Was aber dann bei 10 Gegnern auf einmal etwas schwierig ist, das dann auch so zu handhaben. Und Moment, jetzt ist ja noch ein Scherge. Wann ist denn jetzt der bitte gerade draufgegangen? Sind hier noch mehr Halblinge unterwegs? Habe ich welche vergessen? Ach, da hinten sind noch welche. Nein. Habe ich noch eins von den Bingenlöchern übersehen? So, das sollte es jetzt aber gewesen sein. Jetzt. Aber da war doch oben gerade noch so ein Radding von dem Speichen. Ach, das hat er schon dran gemacht. Ist das Rad denn jetzt heile? Nee, eins fehlt noch. Dann hat der Scherge offensichtlich die Speicher da dran gemacht. Als letzte heroische Tat, bevor er dann gestorben ist. Danke, Kumpel. Holen wir mal kurz Verstärkung. Was ist denn hier hinten noch? Nur noch wieder so ein Feuerteil. Und Ratten. Ihr seid nicht feuerfest, Meister. Lasst euch von den Roten helfen. Ihre Haut kann die Flammen absorbieren. Halt, Jungs, hier geblieben. Da ist zwar jetzt allerlei Krimskrams. Boah. Aber wenn ich da jetzt die Schergen hier auswärmen lasse, ihr wisst, wie das ausgeht. Nicht gut. Deswegen lasse ich das jetzt. Aber da könnte tatsächlich noch mal kurz jemand reinrennen. War ja noch ein blutiger Anfänger, völlig unbewaffnet. Deswegen ist das nicht so dramatisch, dass der da jetzt reingerannt ist. So, mach's dran. Und komm her. Denn da ist ja noch eine Truhe. Zur Feier des Tages einmal Chicken Wings und Alkohol für alle. Und dann rennt bitte in das Haus rein. Und macht es kaputt. $4,700. Gar nicht mal schlecht.
Oh nein, oh nein. Was zum Henker? Jetzt habe ich aber genug. Naja, das war einer von den Blutjungen, der da gestorben ist. Aber doch etwas ärgerlich. Oh! Das war gar kein Blutjunger mehr. Ach, aber wie gesagt, auf dem Grad, auf dem Waffengrad, auf dem die Schergen sich befinden, kann man das noch verschmerzen. Wilfrieds Küche. Wir dringen in sein Allerheiligstes ein. Denn was dürfte es für diesen Fettwanz Wichtigeres geben als fressen? Schafe! Ja! Kommt her, Leute! Gut, dass sie hier nicht in das Herdfeuer reinrennen können. Das wäre sonst wieder echt mies. Und noch mehr Gold und noch mehr Gold, ja. All das für einen aufgeblähten Halbling. Damit könnte man 100 Schergen füttern. Die Roten, diese Halblinge verwenden sie dazu, das Kochfeuer anzufachen. Sie kontrollieren die Flammen wohl mit diesem Rad. Wir haben die Roten gefunden. Hurra! Okay. Los, Jungs. Nach da hinten dreht das Rad. Und der Rest kommt zu mir zurück. Der Junge mit dem nassen Piercing ist zum Glück immer noch da. Und da haben wir die Roten freigelassen. Und was jetzt? Oh ja. Oh ja, wunderbar. Hört der arme Sand, wie die schreien. Solche Riesenköche schreien wie kleine Babys. Das ist geradezu boshaft. Und will für mich. Nur ein brennender, schreiender Halbling ist ein guter Halbling. Wahr gesprochen, genau. Macht alles kaputt. Wir machen jetzt ein bisschen psychologische Kriegsführung, indem wir seine Nahrung und damit seine Lebensgrundlage zerstören. Machen wir den Kerl erstmal völlig mit Schugge. Leute, da oben ist doch noch mehr, oder? Nein? Na gut. Dann nicht. So, da können wir jetzt aber wieder drauf. Ja. Alles kaputt machen. Zerstören. So, geht mal bitte da hoch. Ich sagte. Oh, geht mal bitte da hoch. Uff. Oh. Nee, sie raffen es gerade nicht. Doch jetzt raffen sie es. Das war eine schwere Geburt. 5000 Gold. Puh. Da ist er. Wilfried, es gibt keinen Ausweg mehr. Ich werde dich schlagen, aber sowas von. Moment. 200%. 25% verderbt er schon. Was habe ich denn gemacht? Kann ich den da oben eigentlich noch holen? Oder könnt ihr die Rüstung hier noch gebrauchen, einer? Nein. Nein. Na gut. Ja, ihr merkt vielleicht gerade, dass ich unauffällig versuche, die Zeit totzuschlagen. Was ich auch erfolgreich geschafft habe. Weil ich muss gucken, dass ich die Folgen doch erstmal auf 15 Minuten reduziere, weil ich mit der Dateigröße sonst Probleme kriege.
Und es wäre doch langweilig, wenn ich jetzt einfach reinrenne. Ich muss natürlich ein bisschen Cliffhanger hier haben. Dann nächstes Mal Endkampf gegen den ersten Held Wilfried, den fetten Schwabbelbauch-Typen aus dem Auenland. Und da würde ich sagen, Leute, dranbleiben und bis zum nächsten Mal.